Ist oh, geil, Bro! Digga! Digga, was ist das denn, Bro? Kennt ihr das auch? Manchmal brauchst du nur ein K***in und meine Frau redet nicht. Ich habe auch jetzt, ich hab Muskelkater. Ja. Oh. Man sieht einfach, dass es nicht meine Hände sind. Yo, was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, weil ich keine anderen Leute mehr habe, außer meine eigenen Mitarbeiter, die ich dazu zwingen kann, mir Videos zu machen. Willst du das überhaupt? Nein. Nehmen wir heute gemeinsam ein Nicht-Lachen auf, und zwar schauen wir uns heute den kompletten... Wann sagst du eigentlich, yo? Hast du nicht diese... Hab ich aufgehört, ich hab mich weiterentwickelt. Wir schauen uns heute gemeinsam Droppos YouTube-Kanal an. Droppo, der absolute Ehrenbruder, der hat mir auf meine WhatsApp-Nachricht nicht geantwortet. Ist ein bisschen schade. Daher schauen wir uns jetzt erstmal sein neues Musikvideo Tiere an. Und dann, Tobi, jetzt geht es darum, dass wir nicht... Ja, was? Dass wir nicht lachen, alles klar? In 5 Sekunden sehe ich dich lachen. Das haben schon Leute kommentiert, dass du sagst immer nicht lachen Challenge und dann nach 3 Sekunden lachst du. Wir werden nicht lachen diesmal. Ich schwöre dir... Okay, wer lacht, der kriegt so eine Bombe. Ich werde dich kitzeln. Okay, wer lacht, wird 5 Kinder, Sekunden gekitzelt. Ich zeig euch heute Tiere. Bitte nicht lachen. Ja, alles klar. Schön aufpassen. Okay, los geht's. Die Tiere heißen... Ein Skrrr. Ein Falalal. Ein Bellelel. Und ein Jack. Der ist ja voll geil, Digga. Wow, Digga, Stroppo macht doch wirklich gute Musik tatsächlich. Nee. Wusstest du das? Mhm. Okay. Nee, ist aber echt gut. Was ist das für ein Digga, was, wie sieht der aus, Junge? Ich will den umbringen, ich will draufschlagen. Cool. Oh. Ein Bellelel. Wie sieht der denn aus? Einfach Trimax. Oder ein Trimax hier. Das ist Trimax. Digga, aber ich find's gut von der Hucke und so. Wir sind noch nicht dumm. Stimmt. Hallo Kinder, ich zeige euch die... Du hast gelacht. Ah, ich hab Muskelkater! Hör auf mich anzufassen! Ich darf dich kitzeln lassen! Nein. Das war die Challenge! Bitte pass gut auf! Bitte pass gut auf! Oder ich verteile die Vierer und ruf zu Haus bei euch an! Sage Hallo, euer Kind ist ein Dummkopf, ja? Ich habe Tiere gezeigt und es hat gelacht! Namen von Tieren sind sehr wichtig! Bitte erzielen Sie Ihre dummen Kinder richtig! Er hat recht mit dem, was er sagt. Er hat recht. Der schreit. Wie heißen die Tiere? Ein Skrrr! Ein Falalalal! Ein Bellelel! Oh, Digga! Du hast gelacht! Das war wieder Lachen! Ein Skrrr! Oh Gott, Digga, war das schief! Ein Glaubst du, dass dieser Mann hochbegabt ist? Ich glaube aber nicht in die obere Richtung, sondern ganz, ganz in die untere Richtung. Was sind das für Aufnahmen auch? Tere Reihe, bitte leise. Ich zeige wichtige Tiere und wie die heißen. Ich zeige wichtige Tiere und wie die aussehen. Alle, wo lachen sollen, bitte zur Türe rausgehen. Digga, also tut mir Digga, leid. Digga, also wirklich die Leiche, die Leiche. Wer lacht ist dumm, dumm. Wer lacht ist dumm. Was ist das denn jetzt, Digga? Wie hat er das zu Hause stehen? Das ist hat er diese toten, ausgestopften Tiere zu Hause stehen? Einfacher Kani. Wie heißen die Tiere? Boah, dieser Bassdrop gerade. Wie heißen die Tiere? Wie heißen die Tiere? 3, 2, 1, go! Ein Skrrr. Es kann doch nicht sein, dass ich von so einem Ohrwurm bekomme, Digga, wirklich. Das kann doch nicht sein, ist schon ein guter Ohrwurm, ja. Wie der auch der tanzt. Ich sehe Stroppo eigentlich tatsächlich bei uns im Büro, muss ich sagen. Vom Vibe her passt er hier perfekt rein. Ja, das ist safe. Ich weiß nicht. Der hat meine Nummer noch nicht, vielleicht geht er nicht dran. Wir werden es sehen. Ich will nicht dran gehen. Allein, wenn ich, Achtung, wenn ich Nummer liegen. Meinst du, er ist gerade einen neuen Hintern produzieren? Schade. Ich wollte ihn eigentlich fragen, ob er essen würde. Ein Skrrr.
Digga, dieses. Aber was ist Fallala? Ein Schmetterling. Ah. Das war das. Wer war der im Zoo und hat Ziegen. Der Mann erfreut sich noch an sowas, weißt du? Das finde ich wichtig. Was? Der geht einfach in den Zoo und hat Spaß. Ja, aber das ist ein weirder Zoo, Digga. Digga, was ist das für ein Zoo, wo Ziegen rum. Wo Ziegen sich gegenseitig hier. Und wo. In jedem Zoo, so, weil die Tiere eingesperrt sind und ganz seltsame Falten. Nee, aber ich meine, ich habe ja auch schon mal. Wilder Track. Ein Talalala. So, haben wir. Ja! Wir haben gelacht. Gut, wir haben gelacht. Jetzt schauen wir uns aber mal ganz kurz die Clips an, weil die sind wirklich nicht witzig, okay? Ja, April, April 7. Hey Leute, ich hab heute maximal gute Laune. Depressiv. Depressiv-Edition. Leute, meine Socken sind trocken und warm. Digga. April, April. Das ist wirklich traurig. Das ist wirklich traurig. Leute, nach 2 Monate habe ich endlich. Warum ist da dieses Haar? Weil, warte, wenn der jetzt Puzzle sagt. Ich dann mal Puzzle fertig. Ich dachte. Diese traurige Musik. Leute, meine Freunde haben mir abgesagt. Aber ich hab gar keine. Hey Leute, mein Diät läuft super. Leute, ich hab meine Freundin betrogen. Die hat mich betrogen. Oh nee, Digga, guck mal, dieser Junge, er kann es aber auch gut spielen. Ich hoffe, es ist gespielt. Immer wenn ich irgendwo leise einen Furz lassen will, kommt hinten eine AA raus. April, April. Der sagt nicht April, April. Forscher zeigt seltene Tiere. Heute gibt's neue Tiere. Ein flauschiges Miu Miu Miu. Miu Miu Miu. Viele kleine Flattertas. Das sind Ameisen in einem Zuckerglas. Flattertas. In mein Essen nimm ihr rein und dann muss ich alles wegschmeißen. Ein Krabbele, wo fliegen kann, der macht. Ein Krabbele, wo fliegen kann. Yo, kennt ihr die Polster, wo ein Päckchen drinne sind? Wenn ich die platzen lasse, erschrecke ich mich immer so, dass meine ganze Fresse hängen bleibt. Yo. Digga, was ist das denn? Unglaublich. Digga, mach dir auch mal ein Tür B. Entscheide dich weise für eine der 2 Türen. Hinter Tür A befindet sich ein Köftespieß. Hinter Tür B. Warte noch, Ratar. Hinter Tür B befindet sich Ratar! War das nicht mal in der Lean-Compilation oder so? Der gibt sich wirklich Mühe. Also wirklich, wirklich. Das meine ich ernst. Mit Abstand einer der aufstrebendsten Creators, den es gibt. Mach April, den, April 6. Leute, viele fragen mich in letzter Zeit, ob ich auch normal reden kann. Ja, ich kann auch normal reden. Ich mach einfach Brille, Brille. Leute, ich blase eine Kerze aus. Brille, Brille. Hey Leute, ich kann Klavier spielen, ne? Leute. Ich hab grad echt gedacht, ich dachte mir, wie kann er so Töne spielen? Kann er nicht. April, April. Auf meinen Balkon und da tue ich Pflanzen gießen. Digga. Leute. Ich wünsche diesem Mann 1 Million Euro. Ich bin schon so voll cool. April, April, lauf schnell, Leute, und fällt die Qualle. Leute, das stimmt. Leute, diese Autotune. Da, wo die Baby bringt. April, April, Baby kommt aus Arsch hinten raus bei Menschen. Und. Das ist so ein geiler Autisten-Content. Ich war ein Wunschbaby. April, April. Hä? Forscher sagt, sie hätten Tiere. Heute gibt's neue Tiere. Oh, die Katze putzt sich. Die Katze putzt sich. Aber jetzt sieht's aus wie eine Katze. Guck. Ich will auch putzen. Oh!
Entschuldigung. Nicht gehen, bitte. Oh. Digga, diese Autotune-Voice-Over. Oh, Mann, oh. Penner. Okay, tschüss. Hallo, klein Miezekatz. Hey! Oh, hallo, kleine Schäfle. Oh. Ich schwöre, das ist so ein degenerate Humor, oder? Ja. Das kann doch nicht sein, dass ich davon lache. Wo hat der diese Dinger, Digga? Ach, der hat die zu Hause, ne? Ich hoffe nicht. Nee, das ist ein Zoo, glaube ich. Stell dir vor, die Tiere Digga, also das ist, Tobi, wirklich, ich, das ist dieser Content. Nee, warte, geh mal auf Videos. Da war ein Ding, was, auf Videos? Auf Videos? Auf Hallo? Digga. Kein Mensch hüpft so. Was ist das überhaupt für ein Trampolin? Das bounce ja lieber. Es gibt einfach Dinge, die sind unglaublich wertvoll für die Menschheit. Das gehört dazu. Das ist ein Piece. Wir sollten das an die Aliens schicken. Einfach. Das ist die Erde. Gut, was wolltest du dir gerade noch anschauen? Geh mal auf Videos. Leute, ich hab mir wieder einen Gurke gekauft. Oh, hallo, du kleines, süßes Gurkle. Was ist das für ein Konto? Digga, Junge, dieses Hast du Spaß gemacht? Aber der macht... kann ich nicht mehr reden. Oh, oh, nein, nein, oh, nein, 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 das hier gerade. Digga, dieses Geräusch. Hat's jetzt Spaß gemacht? Ach, Digga, also ey, Mika, ganz ey, ehrlich. Aber ich kenne niemanden, der solche... Hallo Leute, mein Kumpel hat mit seinen Freunden gevoicemailt und ihr gesagt, dass er sie sehr vermisst. Weil ich große Probleme damit habe, meine wahren Gefühle zu zeigen, mobbe ich einfach alle meine Freunde, die sowas können. Warum steht er so da? Das ist einfach genau das, was ich auch mache. Ich stecke dir auch die ganze Zeit den Finger in den Arsch. Das machst du wirklich? Ja. Das machst du tatsächlich? Das mache ich auch. Und ich mag's nicht. Das hast du nie gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Heute habe ich mir gedacht, ich nehme meinen Finger und sage, gay! Oh, hallo, kleine Brumm-Brumm-Bumm. Wie geht's? Hallo, wie geht's? Hallo, was machen Sie da? Wenn Sie auf mein Band zu essen! Hallo, hör auf, die Band zu essen! Du oh, ein Bzzz, wo denn sein Freund in ihr Kopf massiert? Junge! Hey, ich sing euch ein Massagelied für Entspannung. Hallo, ich will auch ein Massage. Hä, was hat denn hat eine abgewisse Zucchini in der Hand? Es sind die kleinen Dinge, Digga. Es ist einfach unmöglich, Digga. Es sind die kleinen Schaut Dinge. Schaut auf jeden Fall gerne bei Stroppe vorbei. Der Ehrenmann ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Gruß geht raus an dich. Es ist wirklich schade, dass du mir bis dato nicht geantwortet hast. Falls noch irgendwas von dir zurückkommen sollte, hier ganz kurzes, ich habe gerade einen Schlaganfall. Ciao.